unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Aber dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volk. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? An meiner Person? Himmlerbostern, er hat Verrat geübt. Ihn vor Ingenieur, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Im persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt.